hier eigentlich? Weil für so ein Büro sieht es ja hier relativ trist aus. Und es hallt auch noch ein bisschen, glaube ich. Und man hört auch noch so ein paar Nebengeräusche. Aber wir sind hier im Neubau der IBA AG. Hallo, ich bin der Uli. Ich bin hier Vorstandsvorsitzender der IBA AG. Hallo, ich bin Robert. Seit Mai 2022 als Kaufmann bei IBA. Das macht große Freude, in so einem gedeihenden Unternehmen dann tätig zu sein. Bei der IBA AG sind wir 120 Leute. Wir sind ein sehr familiärer Betrieb. Wachstum ist natürlich schon wichtig. Also wenn man wächst, geht es einem gut. Und da müssen wir auch genau hinhören, was braucht denn der Markt dort? Was brauchen Kunden dort? Wir sind ein Mittelständler und wir wollen jetzt uns nicht völlig in den luftleeren Raum hinein entwickeln. Das geht schon geplant und eigentlich immer auf dem Boden der Tatsachen. Das ist hier ja alles anders. Also das ist alles auf Generationen ausgelegt. Und es war für mich auch ganz wichtig im Bewerbungsgespräch, weil die Unternehmensgründer, also Horst und Marthe Anhaus, haben ein gewisses Alter, ja, also so. Und mir wurde da sehr glaubhaft vermittelt, dass das eben auch nach ihnen irgendwann mal in dem Sinne weitergeführt werden wird. Auch für die Kunden ist es wichtig. Also es ist sicherlich ein Erfolgsfaktor der Firma über die Jahrzehnte, dass die Fluktuation erstaunlich gering ist. Das ist, glaube ich, immer ein sehr guter Indikator für die Mitarbeiterzufriedenheit. Also das muss man einfach so sagen. Doch. Also die Frage war jetzt, ob wir jemanden empfehlen würden, sich bei der IBA zu bewerben. Also ich bin da befangen. Natürlich würde ich das machen, ja klar.